Als Open Data Leitstelle stelle ich hier einen Datensatz aus der Landesverwaltung vor, der sich im Open Data Portal Schleswig-Holstein befindet. Es sind die Daten der Denkmalliste Schleswig-Holstein, die das Landesamt für Denkmalpflege führt. In Schleswig-Holstein gibt es über 10.000 geschützte Kulturdenkmäler, die in der Denkmalliste verzeichnet werden. In diesem Datensatz stellen wir erstmals die Denkmalliste in maschinenlesbarer Form zur Verfügung. In der gut strukturierten, in JSON vorliegenden Denkmalliste ist jedes Denkmal mit einer eindeutigen Objektnummer verzeichnet. Es wird ein Titel und eine Beschreibung sowie die genaue Adresse bzw. Lage des Denkmals genannt. Angegeben ist außerdem, um welche Art von Denkmal es sich handelt und warum es geschützt ist. Wie man an den Beispielen sieht, gibt es nicht nur das landläufig als denkmalgeschütztes Haus bezeichnete Kulturdenkmal, sondern auch größere Anlagen von Gebäuden und ebenfalls Gründenkmale wie Friedhöfe und Parks. Sogar einige bewegliche Kulturdenkmale finden sich in der Denkmalliste.